Es gibt mehrere Bremsen, wenn es darum geht, den eigenen Lebenssinn zu entdecken, zu finden. Und die erste Bremse ist, dass viele Menschen die Berufung, die Bestimmung als etwas Statisches auffassen. Sprich, das ist dein einer Lebenssinn, den hast du seit von der Geburt bis du ein alter Greis von 90 Jahren bist. Und das Problem dabei ist, dass du einen sehr hohen Anspruch hast, weil es muss ja passen, ja, für jemanden, der gerade erst geboren ist, beziehungsweise für jemanden, der dann eigentlich schon 90 Jahre alt ist. Beziehungsweise ist auch oft so, dass man so das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich in meinen 20ern, jetzt will ich meinen Sinn entdecken und das will ich dann das restliche Leben machen. Und das ist, passt für manche auch, aber für manche passt es eben auch nicht. Ja? Die haben einen dynamischeren Lebenssinn, da ändert sich das durchaus im Laufe der Zeit. Und wenn man sich so Biografien durchliest wie Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Rosa Parks, viele, viele verschiedenste Menschen, dann ist es eben nicht so, dass das, wofür sie vielleicht bekannt geworden sind, ihr Lebenssinn ist, den sie durchgehend gelebt haben, sondern da gab es mehrere Etappen, da gab es mehrere verschiedene Dinge. Man kann am Schluss natürlich einen stringenten Faden ziehen, ja, das kann man am Schluss machen, das hätte man aber am Anfang nicht machen können. Und das nimmt schon mal ganz viel Druck raus. Wenn du dich aber jetzt trotzdem fragst, ja, das ist schön, ja, das hat vielleicht mal so ein bisschen nicht mehr so diesen Perfektionismus dran, aber was kann ich jetzt machen? Etwas, was wahnsinnig gut hilft in diesem Bereich, sind Fragen. Und da findest du da tausende Fragen im Internet, um deinen Lebenssinn zu finden. Ich beginne mal mit ein paar kleineren Fragen, die du dir auf jeden Fall stellen kannst. Und zwar erstens mal die Frage, wer oder was inspiriert dich? Sprich, gerade auch andere Menschen, die dich vielleicht zum Strahlen bringen. Ja, das können jetzt angefangen von antiken Königen bis Menschen aus deiner Familie über einen Zauberkünstler oder wer auch immer sein. Welcher Mensch bringt dich zum Strahlen? Wer inspiriert dich? Oder was inspiriert dich? Wo schlägt dein Herz mehr? Und wenn du da 1, 2, 10, 20, 30 Menschen sammelst, kannst du dich natürlich weiter fragen, okay, was genau inspiriert dich bei diesen Menschen? Was macht diese Menschen so besonders? Und so hast du schon mal so eine Idee, wo es hingehen könnte in deinem Leben. Die zweite Frage, die du stellen kannst, ist, naja, wo geht dein Herz auf? Sprich, was ist für dich sehr emotional? Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Energie? Auch so die Frage, ja, wo dein Herz höher schlagen lässt. Das kann in Euphorie sein, das kann aber auch irgendwas anderes sein. Wenn keine Emotion dahinter ist, dann wird es wahrscheinlich nichts sein, was dein Lebenssinn ist. Das können Kleinigkeiten sein, ja, das kann auch, du kannst auch in deinen Hobbybereich denken oder in Beziehungen. Vielleicht sprichst du gerne mit Menschen, dann weißt du schon mal, okay, ganz klar, in deinem Lebenssinn wird es darum gehen, irgendwas mit Menschen zu tun. Ansonsten wäre es nicht so, dass gerade Menschen dir so viel Energie geben. Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, geht für manche auch ein bisschen tiefer. Das ist die Frage, was würde ich tun, ja, auch wenn ich kein Geld bekommen würde? Gut, das sagen jetzt manche, nix, ja, aber wenn ich kein Geld bekomme, bin ich ja tot. Naja, du musst dir das so vorstellen, du würdest dann sogar einen 40-Stunden-Job annehmen, den du nicht magst, um leben zu können und dann gehst du deiner Tätigkeit nach, die dir Sinn verweilt. Diese drei Fragen sind unglaublich mächtig, um mal dorthin zu kommen. Manche von euch haben sich vielleicht diese und viele weitere Fragen noch gestellt. Wie gesagt, im Internet findest du viele weitere Fragen in diese Richtung. Das sind so mal, ist mal so das Best-of. Diese Fragen kann man sich immer wieder stellen, man kann da ins Detail gehen. Also du kannst theoretisch 3 Tage verbringen. Ja? Ersten Tag, erste Frage, zweiter Tag, zweite Frage, dritter Tag, dritte Frage. Also da kann man sich wirklich lange mit beschäftigen. Und dann kommt die zweite Bremse ins Spiel. Das haben manche von euch schon gemacht und sie wissen noch immer nicht, was sie machen wollen. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass du, wenn du wirklich deinen Sinn finden willst, eine Art Handlungsplan brauchst. Man könnte fast sagen, eine To-Do-Liste. So als Idee, ja, überleg dir mal 100 To-Dos, die du ausprobieren könntest, um deinen Lebenssinn zu finden. Sprich, Praktikum machen, mit Freunden sprechen, bestimmte Dinge besorgen, sie ausprobieren, neue Hobbys ausprobieren, was auch immer, aber tu etwas, um zu wissen, ist es wirklich deins oder ist es eben nicht deins. An der Stelle sagen dann viele, naja, es klingt ja schön und gut, aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Und dann musst du dir die Frage gefallen lassen, willst du wirklich deinen Lebenssinn entdecken oder ist der einfach gerade nur langweilig und deswegen sitzt du hier auf YouTube rum? Und es ist voll okay, du kannst hier gern auf YouTube rumsitzen, gern dieses Video liken, gern mich abonnieren oder uns abonnieren, ist alles super, aber dann ist auch klar, da geht es nicht darum, den Lebenssinn zu finden, sondern einfach ein bisschen Zeit zu vertreiben, ist auch schön. Also es geht um Handlung im wesentlichen Sinne, ins Tun zu kommen. Und da stecken viele feste. Viele glauben, dass sie das Problem hier lösen können. Manche können es auch hier lösen, rein intellektuell im Kopf. Die allermeisten müssen es ausprobieren, müssen es tun, um dann zu wissen, hey, da ist wirklich ihr Herz drinnen. Oder das würden sie auch kostenfrei machen. Oder das inspiriert sie eben wahnsinnig. An der Stelle ist so, auch im NLP Practitioner, also bei mir in der NLP-Ausbildung, die mache ich ja online, da gibt es ganz viele Menschen, die ihr Lebenssinn suchen und da gibt es auch größere, längere Übungen, die wir machen, damit sie dorthin kommen. Und dann gibt es manchmal Menschen, die sagen, ja, und jetzt, ich möchte mein Buch schreiben. Und dann frage ich manchmal provokativ,
Ja, wenn du das wirklich wollen würdest, hättest du es ja schon gemacht, oder? Ja. Das ist ein bisschen provokativer Ansatz und dann gibt es eben zwei Fraktionen, die einen sagen, ja, hast du eigentlich recht und die anderen sagen, nee, ich will es wirklich. Und dann machen die das meistens auch. Und das ist ein unglaublich effizient, auch wirklich sich selber zu hinterfragen, will ich das wirklich? Ist es gerade wirklich dran, meinen Lebenssinn zu finden oder ist es gerade nur, weil ich zu viel Zeit habe, dass ich mich damit auch ein bisschen beschäftige? Wenn dich das mehr interessiert, NLP oder generell auch so die Idee, seine inneren Potenziale zu entfalten, schau gerne mal auf unserer Webseite vorbei. Da haben wir ganz viele Angebote zum Thema NLP, Ausbildungen, Seminare, auch vieles, was kostenfrei ist. Anderes Beispiel, das sehr gut demonstriert, wie man da arbeiten kann, ist von Milton Erickson. Zu Milton Erickson kann man oft so hoffnungslose Fälle und er war unglaublich gut darin, mit diesen Menschen zu arbeiten. Und manchmal kann man auch Menschen, zum Beispiel zur Raucherentwöhnung, die gesagt haben, ich würde gerne zum Rauchen aufhören. Und Milton Erickson hat gesagt, das wollen sie nicht. Ich kann sie nicht behandeln, gehen sie wieder nach Hause. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute wollen eben wirklich aufhören, dann bleiben sie auch dort. Oder die Leute sagen, ja, sie haben recht und gehen. Ja, zumindest nach ein paar Versuchen. Meistens hat sich dann herausgestellt, dass eigentlich die Ehefrau wollte, dass der Ehemann aufhört zu rauchen. Er wollte es eigentlich nicht und ist aber, hat sich auch überreden lassen. Ja, und dann kann man immer sagen, ja, ich war jetzt sogar beim Psychiater, ja, also bin einfach hoffnungsloser Fall, kann man leider nichts machen. Ne? Milton Erickson hat das deutlich abgekürzt. Und hier ist so die Idee, wirklich zu schauen, okay, wo liegt deine Energie? Und oft mit so provokativen Fragen kommt man da auch nie hin. Gibt mir noch ein Fallbeispiel von einer Teilnehmerin. Die hat diesen Prozess hier, den du hier siehst, gemacht und auch ein paar andere Sachen noch, hat sich viel mit Werte beschäftigt, das ist etwas, was wir im NLP Master ganz intensiv machen. Und ist schlussendlich draufgekommen, die war Projektleiterin, ist schlussendlich draufgekommen, hey, das, was sie macht, ist eh schon ihr Lebenssinn, sie muss es nur ein bisschen anders machen. Also auch das kann sein. Bei ihr war es dann so, dass sie sagt, naja, ist ein bisschen zu viel Büroarbeit, das würde sie gerne mehr delegieren, was auch möglich ist. Und sie würde gerne mehr die Potenziale ihrer Mitarbeiter und ihrer, ja, die Menschen, die in ihrem Umfeld sind, beruflich einfach dort das Potenzial entfalten. Und die Idee war, hey, das kann sie machen. Sie braucht nur ein paar Sachen umstellen, dann ist es eigentlich genau ihr Lebenssinn, ihr Traumjob. In diesem Sinne, ja, manchmal ist es nicht die Karotte von der Nase, aber manchmal ist es sehr nahe, der Lebenssinn, und es ist für alle anderen offensichtlich. Also auch, du kannst mal andere Menschen fragen, was glaubst du, ist mein Lebenssinn? Auch das kann eine Möglichkeit sein, schneller hinzukommen. Aber so oder so, das Wichtigste wird sein, dass du einen Handlungsplan erstellst. Ja, und für dich als Challenge, ja, schreib mal 100 Sachen auf, die du wirklich ausprobierst, um deinem Lebenssinn näher zu kommen. In diesem Sinne, viel Erfolg!